Punkte. Und das ist sie. Oh, noch vielleicht noch ein bisschen mehr. Ist das Stadion bereits ausverkauft? Die Fans machen aber umso mehr Stimmung, denn die sind verwöhnt. Seit November 95 hat der VfL kein Heimspiel mehr verloren. Und das soll auch heute gegen den HSV so bleiben. Ausgerechnet Hamburg, da spielen bei 5 Wolfsburgern plus Trainer Willi Reimann besonders die Emotionen mit. Denn der HSV war immer Station ihrer Karriere, wenn auch nicht immer mit rühmlichem Ausgang. So, dass der Erfolg und das Selbstbewusstsein sind aber offensichtlich in der Fußballprovinz zurückgekehrt. Der VfL Wolfsburg gegen den Hamburger Sportverein mit Thomas Herrmann. Cerberus Zimbo, Wolfsburgs Torwart Uwe Zimmermann, nach der ersten vollbrachten Erstliga-Heimtat. Und so rollte das Geschehen auf ihn zu. Für alle Analysten, es war die 8. Minute. Wetendorf im Getümmel und dann Markus Schopp prüfte den Cerberus Zimmermann. Pavel Novotny, tschechischer Nationalspieler, nicht im Trend der stoppeligen Kurzhaarfrisuren. Linkes Mittelfeld, erster richtiger Konter, 15. Minute. Ratke, Novotny, ein langer, kräftiger Schlags, neuer Mann, klare Verstärkung. Der HSV optisch dominant, dasselbe Team wie vor 3 Tagen gegen Gladbach. Fehler, Ballwand, Sona Üsal. Sieht Harald Spörl. Die Gäste spielten in dieser Phase ihre technische Überlegenheit aus. Selten befreiten sie sich, die Hausherren, die Wölfe, jetzt schnell ausgeführt. Novotny, Sven, Ratke, 25. Minute, Hans-Jörg Butt wieder im Tor der Hanseaten. Aus einer kompakten Deckung heraus die Liga erhalten, die Devise, aber auch Kreatives durchaus vorhanden. Claudio Reiner. Ratke, Fischer legt vor und ja, wer sonst? Roy Präger vollendet zum Heimpremierentor. Der Junge, der in Rostock Bräutigam den Ball abluckte, wieder mit dem goldenen Riecher. Schlechtes Stellungsspiel von Fischer zunächst, dann muss er wegspitzeln, dem Ratke den Ball. Und da steht halt nun mal Roy Präger, die Wege des Jungen vor seinem zweiten Bundesligator. Blond, kurzbeinig und erfolgreich, schon Aufstiegsheld und nun wird er wohl bald zum Werkshelden ausgerufen. Respekt! Andere Seite, Freistoß für den leicht geschockten HSV. Lumpi Harald Spörl, ein klasse Schnippler, herum um die lange Garde der Wölfe zum 1:1 in der 45. Minute. Auch letzte Saison schoss er die meisten Tore für sein Team. Genial, wenn gewollt, am größten vorbei, übern kleinsten hinein Harald Spörl. Pause, Roy Präger, Hoffnungsträger im Sturm der Wölfe. Kampf prägte die erste Phase der zweiten Halbzeit, spielerische Defizite bei beiden, nicht verwunderlich. Dann Kmetsch gegen Reiner, Sven Kmetsch war schon im Aufgebot von Fuchs. Kampf um die WM 98, auch bei ihm von Spieltag zu Spieltag. Gelb gab's dafür zurecht. Beim HSV Zafirov für Schopp im Spiel, Cardoso äußerst blass, nichts, was direkt ins Auge sprang. Die Hausherren hielten ihr System konsequent. Ab und an dann die Highlights von und mit Roy Präger. Irgendwie schaut der schon so sympathisch aus. Pagelsdorf, Präger saust quer, fordert. Schaut. Schön. Von Minute zu Minute steigerte sich der VfL mit großem Laufpensum hinein in die Initiative. Ratke, toll auf Kapitanovic, denken, überlegen. So lange Zeit gehabt und ein Hans-Jörg Butt, der die Ruhe weg hat in so brenzligen Situationen. Nochmals gleich.
Radkes Galapass. Hier. Und sie dürfen halt in allen Stadien nicht zu viel Zeit haben. Altes Lied, altes Leid. Fast nur noch Spiel auf ein Tor, das Tor des HSV. Erschreckend der Einbruch in der zweiten Halbzeit. Kapetanovic, da ist Mumm dahinter. Und Vogel, Thomas Vogel, klärte er mit der Hand. Die Zeitlupe. Tendenz, ja, absolute Absicht, aber nicht hundertprozentig zu erkennen. Der HSV stehend, dreihändig K.O., fast hilflos stand er nun dem Wirbel der Wölfe gegenüber. Und einer saust immer noch frisch über den Rasen. Roy, Träger, da ist er. Putz, der beste Hanseate. Kurz vor Schluss, kurz Schluss beim eingewechselten Safirov, säbelte von hinten Beine weg. Rot, keine Frage, der traurige Schlusspunkt einer traurigen Vorstellung der Gäste. 1:1 blieb es. Reimann freut sich, doch es war mehr drin, vor allem durch Präger bei Thomas Clemens. Man hat beim VfL den Eindruck, dass nur sie die Tore schießen können. Ja, nee, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Ich sage, wir haben viele Chancen gehabt heute und in der Elfmeter hätten wir vielleicht auch kriegen müssen, weil erst ein Handspiel. Ja. Aber zur Zeit treffe ich ihm das Tor und das ist für mich wichtig für unsere Mannschaft. Ja, das i-Tüpfelchen blieb ihm kurz vor Schluss verwehrt. Aber der Junge macht Laune. Gelle, Gabi? Als dann am Dienstag dann